Freunde, ich bin's, Tim. Tim? Nee, Spaß, ich bin Showmaker. Und ich darf euch verkünden, dass Japan endlich die Grenzen öffnet. Seit 2022 März, jetzt zum ersten Mal, dürfen Deutsche und andere Nationalitäten, dazu gibt es eine spezielle Liste, aber das Wichtigste erstmal, Deutsche dürfen wieder nach Japan einreisen und das Ganze ab dem 11. Oktober. Und ich weiß, wir haben alle lang gewartet, sehr lange. Mittlerweile waren es jetzt über 2,5 Jahre, die wir gewartet haben, um wieder nach Japan einzureisen. Und damit ihr eure Zeit in Japan oder Tokio am besten nutzt, will ich euch heute 5 Tipps an die Hand geben, wie ihr dies tun könnt. Während die meisten Leute, die jetzt gehört haben, dass Japan die Grenzen öffnet, ihr Ticket nach Tokio buchen, kann ich dazu nur eins sagen. Amateurfehler. Denn ihr habt jetzt die einzigartige Möglichkeit, wirklich einzigartig, in Kansai anzufangen und die ganze Kansai-Area, also Nara, Kobe, Osaka, Kyoto, ohne Touristen und Ausländer zu erleben. Und trotzdem wollt ihr in Tokio anfangen? Hä? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Deswegen, das nächste Mal, dass sowas passieren wird, dass ihr diese Gebiete ohne Touristen habt, wird beim nächsten Krieg oder der nächsten Seuche sein. Und weil wir nicht wissen, ob wir das überleben, fangt jetzt bitte dort an. Weil ihr könnt jetzt dort alles ohne Touristen erleben. Das heißt, ihr könnt dort Bilder machen wie nie wieder. Und danach könnt ihr noch nach Tokio zurückkehren und hier die Stadt erleben. Ne? Tokio ist super, keine Frage, aber Tokio ist immer voll und die Gegend ist gerade leer. Also bitte fangt dort an. Tipp Nummer 2, Transport. Ihr habt es jetzt also geschafft, von Deutschland aus nach Japan zu kommen, aber ihr müsst euch jetzt innerhalb von Japan bewegen. Und mein Tipp dafür an euch ist der JR Pass. Der JR Pass enthält eine Fähre, die JR Busse, die JR Züge und die Creme de la Creme. Schnallt euch an, Freunde, die Shinkansen Züge. Das heißt, ihr spart nicht nur Geld, sondern könnt auch das Erlebnis haben mit 300 km/h. I'm fast as fuck, boy. Von Tokio nach Osaka zu fahren und euch dabei dann die schöne Landschaft von Japan anzugucken. Und ich kann euch sagen, auch wenn Nachtbusse günstiger sind, es lohnt sich nicht. Es ist wirklich immer ein Pain. Also vertraut mir, Freunde. Nutzt die Gelegenheit, denn es gehört ja auch irgendwie zu Japan, einmal mit dem Shinkansen gefahren zu sein. Tipp Nummer 3. Dinge, die zu gut liegen, um wahr zu sein, sind es meistens auch. Das gleiche gilt auch für Japan. Das heißt, wenn ihr in Orten wie Kabukicho, Shinjuku seid, fallen nicht auf so Dinge wie zu günstige Drinks rein. Denn teilweise wird dort das Menü mit den sehr günstigen Drinks ausgetauscht für ein Menü mit teuren Drinks, die ihr am Ende bezahlen müsst. Und da ihr keinen Beweis habt, dass euch vorher günstigere Drinks versprochen wurden, müsst ihr noch meistens zahlen. Tipp Nummer 4. Passt immer noch auf wegen Corona. Und zwar ist es vor allem in Japan so, dass wenn ihr etwas falsch macht, also keine Maske tragt, weil ihr tragen solltet, euch das oft nicht gesagt wird, weil die Japaner euch einfach nicht stören wollen. Aber das Einfachste ist einfach, sich so zu verhalten wie die Japaner. Also wenn die eine Maske tragen, tragt ihr eine. Wenn sie keine tragen, tragen sie keine. Auch wenn ihr zum Beispiel in Gebäude reingeht, ist es oft so, dass dort Alkohol steht, um die Hände zu desinfizieren. Und da ist es teilweise so, dass ihr echt angehalten werdet und zurück zum Eingang gebracht werdet, um die Hände zu desinfizieren. Also solange ihr euch einfach wie die Japaner verhaltet, dann werdet ihr problemlos durch Japan kommen. Und auch wenn es manchmal ein bisschen zu krass wirkt, also zum Beispiel, dass man im Fitnessstudio immer noch eine Maske tragen muss, bringt es da auch nichts, wenn man sich beschwert. Also einfach wie die Japaner verhalten und ihr werdet eine ganz einfache Zeit in Japan haben. Tipp Nummer 5. Falls ihr in der Zwischenzeit jetzt Japanisch gelernt habt, nutzt es. Ich kenne genug Leute, die sagen, nee, ich will kein Japanisch nutzen, weil mein Englisch ist besser oder die irgendwie Angst haben, dass die ausgelacht werden. Aber ich sag euch, es gibt wahrscheinlich kaum ein Land, wie Japan, wo ihr so in den Himmel gelobt werdet, wenn ihr nur ein paar Wörter sprecht. Also was jeder, der hier schon einmal war, kennt, ist Nihongo Josu, also grob übersetzt, gut oder fließend in Japanisch. Und das kann man teilweise schon nach einem Satz Japanisch kriegen. Das heißt wirklich, habt keine Angst davor, Japanisch zu benutzen. Ihr habt wahrscheinlich schon auch dann, wenn ihr gelernt habt, genug Zeit investiert und dann nutzt das, wenn ihr hier seid, sprecht Japanisch. Und bei mir sind auch die besten Gespräche, die ich in Japan hatte, alle dadurch entstanden, dass ich Japanisch gesprochen hatte und dann der oder die Japanerin noch Interesse hatte. Und so ging es dann weiter. Und dann kann man auch immer noch, wenn es mit Japanisch schwierig wird, immer noch auf Englisch wechseln. So, das waren dann jetzt aber meine Top 5 Tipps für eure Japanreise im Oktober 2022. Zum Schluss kann ich noch sagen, genießt eure Reise. Ihr habt lange genug gewartet, ihr habt es euch verdient. Und ja, falls ihr noch Tipps oder Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Und ich versuche da auch auf alles einzugehen. Und wenn dann irgendwie noch genug Tipps tatsächlich zusammenkommen, würde ich noch ein extra Video machen. Aber ich glaube, das sollte jetzt erstmal das Wichtigste umfassen. Und ja, Freunde, wir sehen uns dann in Japan. Haut rein.